Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier den Lance TV natürlich mal wieder. Und ja, was soll man sagen? Unser erster Sturm ist heute Abend im ÖFB Cup in der zweiten Runde gegen die Wiener Austria. Leider Gottes ausgeschieden. 0:2 am Ende hier in Wien Favoriten. Und ja, das Ganze war in mehrfacher Hinsicht ein wahnsinnig bitterer und enttäuschender und anstrengender Abend, muss man sagen. Also die Fahrt nach Wien hat sich diesmal ja so gar nicht bezahlt gemacht in alle Richtungen. Ja, zunächst mal muss ich erwähnen, dass ich von der ersten Halbzeit nicht extrem viel gesehen habe. Wir hatten da ein bisschen ja, Stress und ja, haben deswegen erst eigentlich ja, so um die 30. Minute das Spiel dann beobachten können. Ein Kollege hat mir aber mitgeteilt, ja, Sturm wohl im ersten Durchgang jetzt nicht so extrem schlecht, das Spiel wohl eher ausgeglichen. Zwei gute Möglichkeiten hatte Sturm auf jeden Fall im ersten Durchgang. Eine Chance durch Kitaishvili und ja, etwas später, so knapp vor der Pause, durch Philipp Hosiner nach einer Flanke über rechts von Koch. Hosiner mit einem Kopfball, der aber gut pariert von Penz. Das war schon richtig gefährlich. Und unsere Blackies im ersten Durchgang dem Führungstreffer näher als die Wiener Austria selber. Im zweiten Durchgang, ja, das Ganze auf mich relativ schlafmützig. Eigentlich ja, so ein bisschen dasselbe Bild wie gegen Mattersburg. Also vielleicht nicht ganz so unterirdisch. Man hat schon mitgehalten, man war sicher nicht das schlechtere Team, das muss man festhalten. Die Austria hat auch kein Feuerwerk abgeliefert, spielerischer Hinsicht. Aber ja, insgesamt war es trotzdem zu wenig in meinen Augen. Also die Mannschaft wollte, aber sie konnte, warum auch immer, einfach nicht. Man hat ja ein Dutzend von Halbchancen, oft hohe Bälle. Wenn man im 16er war, hat man immer den falschen Entschluss am Ende gefasst. Und ja, im Endeffekt die Austria mit ihren beiden Toren innerhalb ja, von, ich glaube, 5 Minuten nicht mal auseinander. Zunächst mal eine Ecke über die von uns gesehen rechte Seite, hoher Ball. Der Ball wird von einem Kopf eines Austrianers verlängert und dann nochmal Kopfball. Kevin Friesenwichler, der ausgerechnet gegen uns, ja, macht ihm dann das 1:0 für die Austria und wenig später ja dann auch gleich das 2:0 hinterher. Ja, ein Ball in den Lauf von Prokop, der kann sich ja relativ schön freilaufen und steht dann allein vor 7 Handel. Die Abwehr steht extrem schwach und schlecht. Und ja, das ist eben das 2:0, damit war das Ganze dann eigentlich ja schon entschieden. Zwar hat Heiko Vogel probiert nochmal zu reagieren, hat auch Essay da noch reingebracht, unter anderem, aber ja, es war halt zu wenig, was soll man sagen. Man steht jetzt wieder da mit ja, enttäuschten Mienen und ja, so langsam müssten sich die Blackies da was einfallen lassen, wie man diesen Negativtrend jetzt stoppen möchte. Weil ja, so macht das Ganze ehrlich gesagt nicht wirklich Spaß im Moment. Aber es hilft ja nichts, man ist jetzt im Kapazitätsverteidiger ausgeschieden, jetzt geht es in der Liga weiter, nächsten Sonntag gegen den LASK. Da muss jetzt leistungstechnisch und ergebnistechnisch auf jeden Fall. Auf jeden Fall eine Steigerung her, denn sonst ja, sehe ich schwarz für die nächsten Runden. Von dem her war es das dann auch schon wieder von mir und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal hier bei den Lance TV. In diesem Sinne, euer Elias, nichtsdestotrotz natürlich auf die Schwarzen und bis dann. Ciao, ciao.